Hallo, willkommen zurück hier bei Darcy und Sakura in Moonlight Falls. Ja, Darcy ist hier gerade noch am Quatschen mit Branch und eine Sportlerin sieht Sakura im Training zu und ist so beeindruckt von ihrer Technik, dass sie ihr ein paar wertvolle Tipps gibt, wie sie sich noch weiter verbessern kann. Cool, das heißt, hat sie jetzt in der Athletik kann sie sich ja irgendwie auch nicht verbessern. Also, ich glaube, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber naja, ist auch nicht schlecht, sich zu verbessern. Wir sind hier noch in der Bibliothek mit Steve und Gladstone, die hier scheinbar direkt nach der Arbeit hergekommen sind, um sich ein bisschen weiterzubilden. So können wir vielleicht einen Feentrick machen, den Hitzkopf vielleicht. Und ja, also Sakura wird sich in ihrer Leistung ja auch nicht verbessern. Die Rekorde sind ja quasi nur. Wow! Okay. Die Rekorde sind ja quasi nur in den Spieltagen. Und wie ihr schon hören könnt, hat Sakura ihren Lebenswunsch erfüllt. Sie ist Superstar geworden. Damit ist sie auf dem gleichen Level wie Ryan. Ja, und jetzt haben wir über 50.000 Lebenszeit-Belohnungspunkte. Mal gucken, ob wir da irgendwas Schönes finden. Es gab doch auch so Feenbelohnung. Hier, die Feenkönigin. Beschwöre andere Feen herauf, ändere beliebig die Farbe oder Form deiner Flügel und mach Feenmagie wenig aufwendig. Ich glaube, das nehmen wir. Das wäre ganz cool für Sakura. Dann können wir, glaube ich, auch viel einfacher mal eine Feenparty veranstalten, indem wir die einfach herbeirufen können. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Gibt es noch irgendwas? Zum Kochen geboren. Ja. Mal sehen, ob es irgendwas Cooles gibt. Schneller Lerner vielleicht. Grünen Daumen haben wir ja schon. So spannend sind die, glaube ich, jetzt alle nicht wirklich. Ja, vielleicht finden wir da demnächst noch mal was. So, mag er uns jetzt deswegen oder nicht? Mag er uns jetzt mehr deswegen oder? Naja, ich glaube, er fand es ganz gut. Ich mich nicht irre. Ich glaube schon, er fand es gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, hier muss ich wieder die Alterung deaktivieren, richtig? Nee, okay, ist noch so ganz richtig. Wer ist das? Beatrice, okay. Nee, ich wollte mit Steve quatschen. Mit unserem guten Kumpel Steve. Können wir nicht irgendwie hier Sparring oder sowas? Also ich will einfach nur, dass er aufsteht, quasi. Desiree Cornelissen, die sieht ja schick aus. Die Dame. Hallo, Desiree. So, quatschen wir mal mit Steve. Können ihm unsere Beförderung verkünden. Von der Arbeit schwärmen. Du kannst gern ein wenig tratschen. Ihn ein wenig verspielt belästigen. Eine lustige Geschichte erzählen. Wir können ein bisschen über Mode reden. Oh, Modetipps geben. Oh ja, wir geben ihm Modetipps. Das können wir gern machen. So, und ihr könnt euch gerne umarmen. Wir sind alte Freunde, das finde ich toll. Können gerne mal die Gerüchte aus der Welt schaffen. Das ist ja schon ein bisschen nervig, dass wir die ja noch haben. Können wir ihn nicht nach seinem Tag fragen? Okay. Seit wann das denn? Oder haben wir ihn schon mal nach seinem Tag gefragt? Ich wüsste zwar nicht wann, aber okay. Eine tiefgründige Unterhaltung. Oh Gott. Die spielt ja echt laut. Aber dann können wir vielleicht sogar ein bisschen tanzen zusammen, wenn sie gut genug spielt. Nee. Das ist ja schön, dass wir hier gerade in der Bibliothek sind, wo man eigentlich leise sein soll. Und dann spielt er einfach mal einer mit der Gitarre. Aber na gut. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich ein Sparring machen. So, hast du ihm Modetipps gegeben? Ist er jetzt glücklich, der gute Branch? Passiert da irgendwas Besonderes danach? Was? Ernsthaft?
Jetzt hat er sich einfach ein neues Outfit gegeben, weil wir ihm Modetipps gegeben haben. Okay. Warum nicht? Warum nicht? War schade, zusammen getanzt hätte ich auch gerne. Aber Sparring ist auch mal cool, haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das Schöne ist jetzt, mit Sakura können wir sie anklicken. Und dann können wir eine Fee heraufbeschwören. Wie auch immer wir gerade so wollen. Scheinbar aber auch nur von denen, die wir kennen. Wir können auch Feenflügel, die Flügelfarbe oder den Flügelstil ändern. Finde ich auch ganz cool, dass wir das da auf jeden Fall festlegen, ändern können. Alle möglichen Farben. Und Flügelstil können wir auch ändern. Finde ich super. Also können wir da auf jeden Fall auch ein bisschen Variation reinbringen, wenn wir möchten. So, ich würde sagen, du gehst mal hier auf Toilette. Okay. Weiß ich nicht, woran sie gerade so eine Freude hat, aber okay. Ist denn hier, der so einen Hunger hat? Einer, der rumschreien ist. Ich weiß gerade gar nicht, wer das sein soll. Oder wo die Person sein soll. Hier? Rick? Rick vielleicht. War vielleicht Rick. Oh, da muss er erst noch ein Foto machen. Okay. Kein Problem. Danach machen wir eine Runde Sparring. Warum nicht? Schauen wir natürlich auch zu. Ich weiß gar nicht, ob man beim Sparring auch tatsächlich zusehen kann. Werden wir gleich erfahren. Hä? Das ist doch kein Sparring-Outfit, Sakura. Kann man das ändern? Sie hat doch Sparring-Outfits, oder? Hat sie das? Bin ich ein wenig verwirrt. Sie hat total eigenartige Outfits. Sie hat ein Nackt-Outfit. Ein Bienen-Outfit. So eins, aber sie hat irgendwie kein... Sie hat irgendwie kein Dingens-Outfit. Kein Karate-Outfit. Das finde ich schade. Können wir hier irgendwie zusehen? Ja, wir können dem Sim beim Sparring zusehen. Das ist cool. Man muss aber ganz schön weit weggehen. Komm schon! Sind wir mal gespannt, wie die beiden das hier schaffen. Ja. Wow, jetzt geht der Handy. Hä? Kann sie den Anruf nicht ignorieren? Doch. Teile die kranken Kinder. Gerne. Gern doch. Übrigens kann man das ganze Interface mit F10 ausstellen. Also ich habe jetzt einfach nur F10 gedrückt und dann ist quasi das gesamte Interface weg. Ist auch schön zu sehen, wie die Feen die ganze Zeit hier mit dabei sind und sie quasi unterstützen. Ich finde es schade, dass sie jetzt kein Kampfkunst-Outfit hat. Vielleicht kriegen wir das... Wow! Da hat sie einfach richtig in die Fresse gehauen. Vielleicht kriegen wir das zurück, wenn wir... Wenn wir mal wieder ein bisschen Kampfkunst machen und ein neues Outfit bekommen. Vielleicht levelt sie ja sogar mit dem Kampf. Können wir ja mal eben gucken. Nee, wird sie wahrscheinlich eher nicht. Dann sollst du hier ein bisschen zusehen, meine Gute. Jetzt haben wir natürlich dem armen Branch so ein komisches Punk-Outfit gegeben. Wollte ich jetzt gar nicht unbedingt. Ah, na gut. Steve hat Sakura auf jeden Fall besiegt. Das heißt, er hat die eine Klatsche bekommen, aber im Endeffekt hat er sie doch besiegt. Gut zu wissen. Das sah schon echt heftig aus. So, essen wir hier mal zusammen mit der guten Darcy. Oh, mit Steve können wir auch gleich noch mitessen. Nehmen wir den auch mit. Können wir ja, wenn schon, dann auch gleich zu dritt hier essen. Oh, wir fahren mit Steves Auto. Sehr schön. Oh, die Feen sind da drüben geblieben. Sehr schön, dass Steve uns auf jeden Fall hinfährt. Das ist sehr lieb von ihm. Und dann können wir hier gemeinsam essen gehen. Das ist doch
Das ist doch ein schöner Abend. Ist auch gut, dass der Imbiss immer auf hat. Das Restaurant ist da ja immer ein bisschen nervig, macht 23 Uhr spätestens zu, aber der Imbiss 24/7 geöffnet. Was mir dabei einfällt, so eigentlich theoretisch müssten die ja viele Mitarbeiter haben, weil die ja in Schichtarbeit arbeiten und so. Und das wäre halt einfach cool, wenn quasi in dem Laden halt einfach viel mehr Leute als zum Beispiel im Restaurant arbeiten, weil hier halt Schichtarbeit gefragt ist. Und auch wenn man hier halt einfach ganz andere Arbeitszeiten hat oder immer mal wieder Schichtarbeit hätte. Und dann habe ich mir überlegt, was dann, dass es dann auch cool wäre, wenn es quasi eine Begrenzung für die Jobs gäbe. Also wenn es zum Beispiel auf der Polizeiwache, sagen wir mal, 3 oder 4 Polizisten maximal gibt und wenn die halt alle voll sind, wenn es so viele Jobs schon gibt, dass man da halt zum Beispiel keinen Job mehr annehmen könnte. Und hier halt auch irgendeine Begrenzung auf irgendeine bestimmte Menge. Man halt quasi, also wenn es halt quasi auch sein kann, dass man seinen Traumjob nicht annehmen kann, weil es halt einfach den Platz noch nicht gibt und man dann irgendwie erst einen anderen Job annehmen muss oder so. Ich fände das cool. Oh, für Sakura gibt es keinen Rabatt. Das tut uns natürlich leid. Dann würde ich sagen, gehen wir beiden wieder nach Hause. Steve wird ja mit seinem Auto den Weg nach Hause schon wieder finden. Und wir müssen ja, ich weiß nicht, mit dem Fahrrad, mit dem Taxi nach Hause fahren. Und werden hier dann auf jeden Fall schlafen gehen. Ja. Das ist doch ganz logisch, schlafen zu gehen. Schafft ihr es dann? Schaffst du es, Sakura? Ist ja sehr kalt. Ja, 0 Grad. Ich hoffe mal, dass sie es schafft. Da ist sie schon zu Hause. Die kann dann einfach gleich mal ins Bettchen gehen. Und du kannst das selber machen. Wie geht's denn unserem kleinen Pflanzen-Sim-Baby hier oben? Immer noch lecker. Wir mal schauen, ob wir uns morgen drum kümmern können. Ein bisschen zu düngen und sowas. Den Gartenzwerg können wir verkaufen. Den brauchen wir dann nicht mehr. So. Ja. Dann gehen wir mal ins Bett. Und schauen, werden erstmal die Nacht verbringen mit Schlafen. Und dann am nächsten Morgen schauen, was wir da so reißen können. Du musst ja morgen wieder arbeiten. Du natürlich auch. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns vorher noch ein bisschen um den Garten kümmern können mit Sakura. Das wäre ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, ob wir denn irgendwie. Vielleicht können wir mit Darcy und mit Sakura ein paar Urlaubstage nehmen, dass wir uns ein bisschen mehr um das Kleine kümmern können. Weil zum Beispiel, ich meine, Darcy kann sich ja trotzdem auch ein paar Urlaubstage nehmen. Dann muss sie halt nicht immer irgendwie so viel arbeiten. Aber sie könnte ja trotzdem aus dem Haus gehen, Leuten Umstyling anbieten und sowas. Vielleicht finden wir auch mal Alice wieder. Da hatte ich ja tatsächlich auch den Wunsch, sie mal umzustylen. Steves derzeitige Freundin. Aber wir finden die ja halt irgendwie nicht. Ich sehe die nie in der Stadt mit Darcy. Ist das ein wenig ungünstig. Aber ich würde gern ein paar Urlaubstage freinehmen. Man kann ja hier Urlaubstage freinehmen. Hier so unbezahlten Urlaub nehmen. Können wir sogar 5 Tage nehmen. Um uns um das Kleine auf jeden Fall ganz gut zu kümmern. Das wäre ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wird Sakura sogar noch vor Darcy wach, obwohl die früher wieder zur Arbeit muss. Aber naja. Du kannst ja, glaube ich, duschen gehen, wenn du fertig bist oder wenn du ausgeschlafen bist. Und dann ist Sakura auf jeden Fall auch gleich wahr. Sehr schön. Ich steh auf, meine Gute. Oh, es ist weiter gewachsen. Jetzt kommen da kleine Blätter raus.
Wie schön. Ich weiß halt echt nicht, wie lange das dauert, bis wir es ernten können. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, dann würde ich sagen. Oh, die sind jetzt alle hier wieder inaktiv. Ist natürlich auch nervig. Können wir irgendwas mit dem Pflänzchen machen? Hat sich hier irgendwas. Hier den Garten pflegen können wir auf jeden Fall gleich mal machen. Ist natürlich noch nicht, inwiefern wir das machen können. Neue Sportkleidung. Und rebellische Garderobe für Daydream Ivy. Okay. Oh. Das ist natürlich gar nicht schön. Machen wir gleich eine Feenreparatur. Schauen wir mal nach den Jobs. Da ist ein Simfest. Da ist die rebellische Garderobe. Okay. Und da eine neue Sportkleidung. Können wir gern machen. Nicht mal die Kleidung reinigen. Aber ich finde das doof, dass die dann so inaktiv sind. Ich meine, es sind 7 Grad. Hat das auch was mit den Pflanzen zu tun? Weil ihr seht ja, manche Pflanzen sind halt noch inaktiv, andere nicht. Oh, der Blume des Lebensbusch, den könnte man. Oh, wir können ihn wiederbeleben. Wie genial. Das machen wir auf jeden Fall auch. Mal dein Bett machen. Ich würde schon auch gern vorher duschen. Naja, zur Not gehen wir unten einfach in die Dusche. Und dann können wir schon mal hier drüben hingehen. So, ja, das sind ja nach wie vor die beiden Aufgaben, die wir hier haben. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt auf das Kind. Yay, wir haben es geschafft. Immer aufhören, die ganze Zeit anzurufen. Ich finde das so cool, wie immer die kleinen Feen um sie herum sind. Was hat sie denn jetzt schon wieder an? Och Mann, Darcy. Ich hasse das System. Obwohl, habe ich ihr das Outfit gegeben? Das sieht gar. Also, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Habe ich ihr das Outfit gegeben? Echt? Das sah so ungewohnt aus, aber irgendwie ist es auch ganz cool. Ihr könnt mir ja auf jeden Fall mal sagen, ob ich ihr das Outfit gegeben habe. Ich echt so blöd bin, dass ich mich daran nicht mehr erinnere. Ja. Das können wir auf jeden Fall wiederbeleben. Das fände ich cool, das würde ich gern sehen. Hi, Daydream. Ich würde sie auf jeden Fall gern begrüßen, erstmal, ja. Können wir auch reingehen? Oder können wir das schon? Ja, können wir einfach schon, okay. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Haus? Wie krass, so bunt. Ich würde gern hier drüben hingehen. Da ist ein schöner Raum. Zum Gestalten. Können wir sie herbeirufen? Kommt sie hierher? Ja, sehr gut. Dann machen wir erstmal ein Kompliment über ihr Haus. Ich finde das einen schönen kleinen Raum hier zum Ingensen. Nur noch irgendwas fragen, ein bisschen kennenlernen. Können Modegeschmack loben. Ein bisschen über Mode reden. Gehen wir jetzt zu Sakura. Ich wollte jetzt eigentlich sehen, wie sie das wiederbelebt hat. Jetzt hat sie es schon gemacht. Schade. Ja, dann haben wir uns um das auf jeden Fall auch gekümmert. Wir können gerne mit dem Kleinen ein bisschen reden. Man kann ja mit der Pflanze reden. Klang jetzt bestimmt ziemlich eigenartig, aber es ist halt so. Ich
finde das so cool, wie ihr Regenschirm halt einfach so Regentropfen darstellt, quasi. Hä? Nein, du sollst nicht mit der Pflanze reden, du sollst mit der da reden. Es ist so schön, dass du den Baum so magst, aber du sollst dich vor allem um die verbotene Frucht ein bisschen kümmern. Oh, du erzählst dir einen Witz. Sehr schön. Dann gehen wir mal zu den beiden hier rüber. Die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Okay. Und dann können wir ein Umstyling anbieten, auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, also ich denke mal nicht, dass man die Option schlechtes Umstyling vornehmen machen muss, weil ja, das wäre ja irgendwie doof, wenn man auch schlechte Umstylings machen muss, um in der Karriere voranzukommen. Und wir sind ja bisher auch mit guten Umstylings die ganze Zeit ganz gut vorangekommen. So, was möchte sie? Neue Alltagskleidung, neues Zubehör, neue Frisur. Na, das machen wir doch, denke ich mal, jetzt so regulär in normaler Geschwindigkeit. Ich denke mal, das ist ganz okay. Was geben wir denn für eine schicke Frisur, die Daydream? Was Rebellisches möchte sie? Mal sehen, was haben wir denn so Schönes? Das finde ich ganz cool. Das würde irgendwie auch zu ihrer vorherigen Frisur passen. Aber ich würde die Haarfarbe ein bisschen ändern. Vielleicht pink oder violett oder so. Violett. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus bei ihr. Mit pink drin vielleicht. So. Und dann so blaue Spitzen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, oder? Obwohl, ja, die sind auch allgemein so ein bisschen bunter veranlagt. Ich weiß nicht. Das wäre ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel des Guten. Geben wir hier mal ein paar violette Strähnchen rein. Oh, die sieht man kaum. Müssen wir also schon intensiver machen, die Strähnchen. Genauso wie die Spitzen vielleicht. Na, das ist echt wenig an Farbe, was hier dazu kommt. Ja, lassen wir mal so. Dann neues Zubehör und eine neue Frisur. Also ihr Make-up möchte sie so behalten. Ist ja auch ganz okay, würde ich sagen. Dann kriegt sie nur eine neue Kleidung. So, mal sehen. Was haben wir denn so Schönes hier? Ich gehe mal bewusst von oben nach unten und nicht von unten nach oben, so wie ich das sonst immer mache. Vielleicht sowas hier? Das wäre ganz cool. Würde ganz gut zu ihr passen, finde ich. Und irgendwelche coolen Hosen dazu. Es ist ja, wird ja jetzt auch frühlingshaft, sommerlich. Da kann man ruhig mal ein bisschen was Knapperes tragen. Ist vielleicht für die ersten Tage noch nicht so gut, aber können wir ja mal machen, würde ich mal behaupten. Was könnte sie denn da so Schönes tragen? Ich glaube, das sieht komisch aus dazu. Vielleicht. Obwohl, das sah gar nicht so schlecht aus. Vor allem auch in dem Weiß nicht. Obwohl, das ist nicht ganz so rebellisch. Sollten wir mal eher was Rebellischeres suchen für die Gute. Ne. Nicht so wirklich. Das ist alles nicht so rebellisch. Allgemein finde ich Sims nicht so rebellisch von der Art her. Von den ganzen Klamotten her. Die sind nicht so rebellenhaft, wie man sich das wünschen könnte. Sieht irgendwie jetzt mehr aus nach Künstler oder so als nach Rebell. Wisst ihr, das ist nicht wirklich in die Richtung, die ich mir vorstellen würde. Das ist halt nicht das, was sie sich quasi wünscht. Ja, sowas können wir machen, aber halt nicht in so einem leuchtenden Rot. Eher ein bisschen dunkler.
Die Schuhe möchte ich auch ändern. Ich weiß, sie will keine neuen Schuhe, aber die Schuhe passen gar nicht. Die müssen wir definitiv ändern. Irgendwas anderes auf jeden Fall. Irgendwas Flacheres einfach. Und dann möchte sie ja noch neues Zubehör. Das sind ja hier quasi die Accessoires. Da finden wir bestimmt irgendwas Hübsches für die gute Dame. Magieren. Nee, Strumpfhosen nicht, oder? Obwohl. Vielleicht gerade Strumpfhosen dazu. Ja, aber nicht solche. Nicht welche, die man oben noch sehen kann. Dann versuchen wir mal eher hier. So ein bisschen. Ah, das Problem an den Strumpfhosen ist, die sind zu durchsichtig. Ich fände Strumpfhosen ganz cool, aber die sollen nicht da oben durchgucken. Das sähe, glaube ich, ein bisschen doof aus. An sich ist das ja gar keine schlechte Idee, oder? Nee. Nee. Dann lieber ohne Strumpfhosen, glaube ich. Dann verpassen wir eher hier ein paar coole. Okay, die sieht man auch nicht. Die Armreifen sieht man nicht. Hier eine schöne Kette. Und ein paar schöne Ohrringe oder sowas noch dazu. Das sieht total eigenartig aus. Ich würde niemals so einen Sim so hinschicken oder so lassen, aber wisst ihr, dass mir das egal ist? So läuft die ab jetzt rum. Und ich würde mal sagen, ihre Reaktion sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.